Ja, Leute, ich bin immer noch in der Spiel-Session. Ich bin in der Spiel-Session. Okay, das war mehr Ostdeutsch als andere. Und ja, herzlich willkommen zu Part 21 von Let's Play Dark Souls. Wir sind immer noch hier an der Kathedrale. Ich nenne es nur einfach so. Zumindest gibt es eine Glocke. Und ja, egal. Ich versuche immer auch den oder die Gargoyles zu töten. Bisher ohne großen Erfolg. Und ja, ich heiße euch auf jeden Fall herzlich willkommen zum masochistischen Let's Play ever. Wahrscheinlich. Könnte gut sein. So, hier müssen wir jetzt wieder rennen. Ganz, ganz schnell. Ich hoffe, dass es einfach diesmal klappt. Ich habe kurz Pause gemacht, habe mich beruhigt, habe versucht, ruhig zu bleiben und ja, etwas. Oh Gott, okay. Das könnte echt eng werden, weil der Typ ganz nah hinter uns ist. Scheiße. Okay, jetzt müssen wir rennen. Rennen, 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 rennen. Sauber. Jawohl, okay. Den haben wir jetzt abgekriegt. Nein. Scheiße, Jungs, ey. Mann, ich kotze, Alter. Mann. Okay, ich muss was zur letzten Folge sagen. Die war ja reichlich kurz. Ja, da habe ich mich wahrscheinlich noch Zeit vertan, was auf die Uhr gucken angeht. Glaube 14 Minuten oder so. Bisher wohl der kürzeste Part. Da schon mal ein großes Entschuldigung. Ich dachte echt, das wäre schon viel, viel später. Dafür ist der Part halt davor, Part 19 müsste es gewesen sein. 25 Minuten. Gottverdammte 25 Minuten lang. Und ich frage mich jetzt schon, wie zur Hölle habe ich das hochgeladen? Das wird auf jeden Fall ein Stück weit groß werden von der Datei. Naja, und einiges an Zeit beanspruchen. Ja, so ist es halt, wenn man nicht auf die Uhr schaut. Aber naja, kann ich halt nichts machen, ne? Aber so ist das. Ja, ich bin ein bisschen genervt, muss ich ehrlich zugeben, aber mein Ego, mein Stolz treibt mich hier voran. Ich habe gesehen, dass es funktioniert, dass es geht, und wenn ich mich nicht allzu dumm anstelle und ein bisschen Glück habe, dann funktioniert das auch und dann schaffen wir das heute auch. Oder morgen. Ich möchte natürlich nicht allzu viel Zeit hier verbringen. Verständlich. Okay, jetzt ist frei. Okay, raus hier. Jawohl. Okay, können wir einen Heiltrank schlucken und dann sollte es erstmal klappen. Und dann müssen wir ein bisschen Glück bei den Gargoyles haben und dann klappt das. Wir haben ja, ich glaube, das war in, oh Gott, das war dumm. In Part 19 oder 20, ich weiß jetzt gar nicht. Da hatten wir ja relativ Glück, was mit den ersten Gargoyle anging. Da habe ich den ja so dezimiert, der war ja fast tot, als der zweite kam. Und das muss jetzt einfach wieder klappen. So. Schon mal der erste Angriff. Okay. Und jawohl. Mal einen großen Angriff machen. Und jetzt müsste schon der zweite kommen wahrscheinlich. Okay, scheiße, ich habe mich ge eigentlich gerollt. Okay. Müssen jetzt einfach schauen, wo der jetzt runterkommt. Da hinten. Ja, ist auch dumm. Da hätte ich reagieren müssen. Okay, jetzt trinken, 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 trinken. Okay. Ich weiß jetzt nicht, welcher Gargoyle ist. Okay. Ich brenne. Und da hat mich auch noch erwischt. Und das ist der letzte. Der letzte Heiltrank. Und der brennt halt großflächig. Ach, scheiße. Ah, ich lebe noch. So, jetzt können wir gleich mal. Nee, das klappt nicht. Okay. Ja, es hätte jetzt nicht mehr geklappt, da hätte ich schon so viel Glück haben müssen. Ich wollte nur gucken, ob mich das Feuer auch trifft, wenn ich. Ja, wenn ich halt Dingens habe hier, das Schild oben. Okay, ich muss jetzt ein bisschen improvisieren. Schauen, was ich machen kann. Halt, mindert Gift, Toxin, stellt Statuswerte wieder her, verringert Blutzunahme. Kann ich das irgendwie benutzen? Das könnte ich doch theoretisch an meine eine Waffe machen.
Ich weiß bloß nicht, wie das geht. Das ist halt die Frage. Da muss ich jetzt mal schauen, kurz. Ich bin jetzt das zweite Mal gestorben. Ja, das zweite Mal. Ja, ich muss dann sowieso nochmal extra nachschauen, weil ich das dann in dem Moment schon wieder nicht mehr im Kopf habe, wenn ich das hochlade. Da muss ich sowieso auf eure Antworten dann gucken, wie ihr getippt habt, wie ich sterbe. So, müssen wir schauen. Kann ich irgendwas davon, und wie kann ich das vor allem? Kurzschwert, Drachenschwert. Das kostet 10.000. Ach so, das hatte ich ja schon mal geschaut. Ne? Und ich brauche auf jeden Fall einen Drachenstein. Wie kann ich denn dieses Ding da reinpacken? Muss ich da einfach nur am Schmied stehen? Nee. Reihenfolge beachten, fügt der Waffe, rechten Waffe Blitz hinzu. Waffe verstärken. Ausrüstung umwandeln, verlangt Spezialgut. So, ja. Gibt's hier irgendwas? Verstärkung von Waffen, das wird wahrscheinlich, ja, kostet sowieso 2000 Seen und wird wahrscheinlich auch mit diesem Drachenstein funktionieren. Zumindest beim Drachenschwert. Obwohl Slav auch gesagt hat, dass es wohl nicht lohnt, also nicht so sehr lohnt, die Waffe abzugraden, weil die im Vergleich zu anderen Waffen jetzt nicht so extrem mehr aufsteigt. Wie weiche ich dem gottverdammten Feuer aus? Muss ich dann vielleicht erstmal ein bisschen rumlaufen, um den Feuer irgendwie auszuweichen? Das ist halt die große, große Preisfrage. Es hat ja diesmal wieder ganz gut geklappt mit dem anderen Gargoyle. Von daher ist es eigentlich ganz in Ordnung gewesen, der Trial. Bin ich eigentlich halbwegs zufrieden. Zumindest habe ich mir jetzt nicht durch Dummheit oder zumindest nicht durch große Dummheit irgendwas versaut. Und nach lerne ich den Boss auf jeden Fall. Und das könnt ihr euch durchaus erwehren. Ich muss jetzt bloß noch mit dem Feuer klarkommen. Und dann steht da Sache eigentlich nicht so im Wege. Zumindest auch wenn ich einen von den beiden Gargoyles schon töte, dann habe ich halt wesentlich mehr Platz und muss nicht auf alles achten. Oder ja, muss schon auf alles achten, aber ich habe halt wesentlich mehr Platz und muss halt nicht immer auf zwei achten. Das ist halt schon eine deutliche Erleichterung auf jeden Fall. Jo, na, das klappt nicht ganz. Ja, keine Energie mehr. Ja, das war ein bisschen blöd. Okay, müssen wir trinken. Wenn wir da durchgehen jetzt. So, und jetzt fangen wir jetzt schon mal an zu rennen. Los. Okay, na, schade. Okay, vorbei. Und super, jawohl. Ja, haben halt nur drei Heiltränke. Ist jetzt nicht optimal gelaufen, deswegen muss der Try jetzt da oben optimal laufen. Ich muss mir echt das überlegen, wie ich das jetzt mache. Vielleicht, ja. Wenn ich das jetzt in diesem Part nicht schaffen sollte, gehen wir mal von der Theorie aus, dann versuche ich einfach mal ein bisschen zu leveln, ein paar Leute zu töten und ein paar Seelen zu sammeln. Und dann würde ich sagen, probieren wir den nochmal, weil es ist halt scheiße, wenn ich jetzt ewig rumgimpe. Dann level ich halt lieber ein bisschen und powere mich auf. Und das nehme ich dann aber nicht auf. Also das ist halt dann nur sinnloses Gezerge, beziehungsweise das wäre dann nicht so. Jawohl. Okay, 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 okay. Okay, weg hier, ey. Wow, wow, wow. Feuer ausweichen. Okay, da kann scheinbar nur das. Was trinken. Okay, jetzt Ruhe bewahren, ey. Jetzt einfach nur Ruhe bewahren. Gott. Ich bin ein bisschen nervös. Ich darf wahrscheinlich. Okay. Näher gehen. Und jetzt einfach draufschlagen. Ja, komm. Komm, komm, komm. Jawoll! Leute, wir haben es geschafft, ey. Im, ich weiß nicht, wie viel den Try. Alter, doppelte Menschlichkeit. Mein, oh Gott, mein Herz. Geil, ey. 10.000 Seelen. Wir haben es geschafft, Leute. Wow. Geschafft. So, wir gucken jetzt nochmal.
Jetzt kann man die Glocke endlich läuten. Hier hinten ist nichts. Wahnsinn. Ich hab, mein Herz rast eigentlich. Oh, Wahnsinn. Richtiger Adrenalin-Stoß jetzt gewesen. Sehr cool. So, umso mehr müssen wir es wahrscheinlich hier aufpassen. Nicht, dass uns irgendwie noch was von der Seite. Und da spielt auch Melf gerade Napoleon Total War. Schönen Gruß an Melf an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob er die Videos hier schaut. Ich kann Ihnen mal sagen, dass ich ihn gegrüßt habe vielleicht. Ja, da oben ist die lang ersehnte Glocke und ein weiterer Gargoyle, zwei weitere Gargoyles. Ha, und da ist die Glocke. Und somit haben wir schon mal eine von zwei Glocken geläutet. Mit einem kleinen Video. Oh, das war der Tisch. Entschuldigung. Totale Atmosphäre gekillt. Ja, Erfolg freigeschaltet. Glocke der oder Kirche der Untoten. So. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja. Und ich weiß auch nicht, was ich mit den Seen machen soll. Soll ich lieber aufleveln? Soll ich, ja gut, einen Drachenstein habe ich sowieso nicht, wofür ich dann das Schwert aufleveln kann. Aber es ist wahrscheinlich klüger, im Allgemeinen immer klüger, sich, aufzuleveln. Und das viel Wichtigere ist, ich muss jetzt irgendwie wieder zu... Was ist denn das für einer? Greetings. Ja. I am Oswald of Kareem, the Palm. No peerless to love things. Yet magnanimous are the gods. Cometh out to confess, or to accuse. For indeed all sins lie therein. Okay. Gegenstand kaufen. Erläuterungsstein. Reduziert. Flucht. Fluchsteigerung. Ist der jetzt weg? Ne, okay. Heimkehrerknochen kann ich kaufen. Meldet Verbrechen eines Eindringlings. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bringen soll. Buch der Schuldigen prüft Liste angeklagter Spieler. Okay. Karmische Gerechtigkeit. Wunder. Wunder 1. Aufladung 20. 4 Slots. Aber 40.000 Seelen. Velkas Talisman. Bringt mir was genau? Blutring. Verstärkt Blutungsresistenz. Ring der Opferung. Kein Verlust bei Tod. Was? Keine Verluste bei Tod? Aber der Ring bricht? Ach so. Ist ja cool. Der kostet aber 5.000. Und was ist das hier? Was bringt mir der? Vegas Talisman. Ich weiß nicht. Wie kostet das? Auch 5.000. Gerade habe ich noch gesagt, ich weiß nicht, was ich mit den Seelen machen soll, ey. Und jetzt habe ich keine Ahnung, ob ich mir das Ding kaufen soll oder nicht. Ich weiß halt nicht, ob das was bringt. Ja. Erstmal nicht. Okay. Alles klar, ey. Hatte ich gerade nicht... Ich habe doch gerade keine Estus Flacus mehr gehabt, oder sehe ich das falsch? Gott, bin immer noch so ganz nervös. Wahnsinn. Und der bewegt sich ganz langsam hier. Alter, das dauert ja ewig. Okay. Ach so, die können ja jetzt ja durch, ne? Das ist ja gebrochen jetzt, das Ding. Okay, ich muss auf jeden Fall mal trinken. Nicht, dass ich... Ja, ich kann sein, dass ich früher oder später sterbe. Die Frage ist halt auch... Okay, die kommen dann nicht hoch. Wo der Typ ist? Der Schwarze Ritter oder was weiß ich, was das ist. Kann sein, dass es eine Art Schwarzer Ritter ist. Okay. Wenn ich da jetzt runtergehe, ey. Das klappt, das wird nichts, ne? Da hängt irgendwas. Haben wir irgendwas? Nee, ne? Ah, doch. Ich kann es mit den Wurfmessern machen. Ich weiß nicht, wie viel die aushalten, aber... Mal schauen. Okay, kann ich zumindest ein paar wegmachen.
immerhin was. Die geben halt nur 20, ey. Okay. Das habe ich mal nicht getroffen. Machen wir den nächsten. 60. Kann ich nicht mal. Hätte mal ein bisschen 61, 62 machen können. Ey, Gott. Ja, 40. Die Frage ist halt, wenn ich jetzt runterspringe, Ah, okay. Das ist natürlich noch besser, wenn die jetzt hier selbst hochkommen. Ja, greif an. Und bumm. Und du fällst selbst runter. Und bumm. Ins Gesicht. So. Okay, ja. Der Klügere gibt nach, ich gehe wieder hoch, komm her. Ach Gott, Drecksvieh. So, dafür. Ja, Gott. Ich wollte ihn jetzt eigentlich von der Leiter schubsen. Hat nicht so geklappt. Naja. So, jetzt könnten wir eigentlich mal zumindest versuchen, den Typen zu töten. Ja, den nicht. Den anderen. Oh, wow, 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 wow. Die Frage ist halt. Ist der ein Reich? Also kann der mich angreifen von da unten? Wenn ich zu nah an ihn dran stehe und kann ich ihn treffen? Ist auch noch so. Okay, Frage beantwortet. In Ordnung. Okay, muss ich wohl ab jetzt mal wieder laufen. Tschüss. Tschüss. Nein, du kannst so tanzen, wie du willst. Ich gehe trotzdem vorbei. Denn ich gehe jetzt zurück. Ja, wo ist die zweite Glocke vor allem? Das ist jetzt die andere große Frage. So, da ist mal hergekommen. Da liegt jetzt nichts mehr. Ja, gehen wir zurück. Und zumindest über ans Leuchtfeuer. Und da werden wir jetzt auf jeden Fall noch aufleveln. Und Leute, ich will es nochmal wiederholen, aber wir haben die Gargoyles getötet. Ich wollte eigentlich besiegt sagen. Habt ihr gemerkt, ne? Boah, scheiße. Ja, und war auf jeden Fall cool. War. Also das so herauszufinden, das war ja schon echt cool. Ja, was heißt rauszufinden? Das war ja an sich mehr panisches Rumgerenne, als der andere tot war. Und das vorher war ein bisschen Glück. Muss man jetzt einfach mal sagen. So, wir werden... Ich weiß nicht, ob es Vitalität, ob das Sinn macht. Oder ob ich jetzt erstmal auf 40 Stärke gehe. Das kostet natürlich jetzt auch schon eine ganze Menge, das Zeug. Haben wir 27... Ja, komm. Haben wir nur noch 2000 Seelen. Und wer ist das da? Der sieht aus wie ich. Wahnsinn. Da gibt es echt noch Leute, die aussehen wie ich. Ja, Krimtox spielt Black Mirror. Krimtox, auch ein Kollege von mir. Hallo Krimtox. Auch dich grüße ich sehr. Wahnsinn. Jetzt spielen sie alle. Rasi ist vorhin auch noch da gewesen. Er hat, glaube ich, was hat er dann gespielt? Ich weiß gar nicht. Irgendwas Komisches hat er gespielt. Ja, die Frage ist jetzt, wo gehen wir jetzt hin? Wir haben die Glocke geläutet. Ja. Quinn meinte ja, er weiß jetzt, wo er hin muss. Ich nehme ja immer so aus verschiedenen Kommentaren kleine Hinweise mit. Auch wenn sie nicht jetzt direkt was sagen. Aber wenn er sagt, er weiß, wo er hin muss... Und damit auf dieses komische, ich glaube zumindest, wo wir das letzte Mal waren, irgendwann Part 15 oder 16, was weiß ich, hier, da bin ich, durch den Durchgang. Und da hat er gemeint, als ich da war, hat er gesagt halt, er weiß jetzt, wo er hin muss. Vielleicht war es der Wald? Oder vielleicht wusste er... wo es hier lang geht. Also vielleicht öffnen sich die Tore jetzt, wenn ich den anquatsch nochmal. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ey. Ich red mal an. Still closed. Okay. Das war sehr hilfreich jetzt. Das Ganze. Okay, hier komme ich auch nicht durch, wenn ich mich dagegen schmeiß. Joa. Okay. Ja, meinte da vielleicht ein Wald damit?
Ich weiß es nicht. Im Wald ist ja immer noch die Hydra, zumindest sah das aus wie eine Hydra. Aber da habe ich jetzt... Ja, doch, ich habe was gesehen, wo eine Glocke sein könnte. Aber der Schmetterling ist ja auch optional, wurde mir zumindest gesagt. Also, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen ratlos. Aber naja, die Zeit ist sowieso um und wir haben erfolgreich den oder die Gargoyles besiegt. Deswegen machen wir noch Schluss für heute bei einem ungefähr 20 Minuten Part. Ich weiß es nicht. Und wir sehen uns dann am morgigen Tag wieder bei Part 22, glaube ich. Sind mittlerweile ganz weit. Also, naja, es geht. Also, wir haben zwei Bosse besiegt. Das war's. Also, nicht viel. Naja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.